Die erste Frage an Sie, Herr Roth. Seit wann wussten Sie Bescheid, dass Leoparden geliefert werden in die Ukraine? Das zeichnete sich ja schon ab in den vergangenen Tagen und Wochen. Aber ab wann wussten Sie es? Jetzt heute? Ich spüre das. Also Sie wussten es nicht? Ich spüre das. Sie wussten es nicht? Ich spüre das, dass das... Wie kann man Sie außen vor lassen als Chef des Auswärtigen Ausschusses? Wir haben gestern beispielsweise im Präsidium der SPD darüber geredet. Wir haben am Freitag darüber geredet, auch in Anwesenheit des Bundeskanzlers. Es ist eine Regierungsentscheidung. Ich habe mich öffentlich dazu geäußert. Und morgen haben wir Bundestagssitzung. Und ich bin mir sicher, da wird auch der Bundeskanzler etwas dazu sagen. In Anwesenheit der Abgeordneten aller Fraktionen. Sie saßen am Freitag noch mit ihm zusammen? Nee, gestern. Gestern saßen Sie noch mit ihm zusammen? Und er hat nichts gesagt? Wir haben darüber geredet. Über diese Frage? Auch darüber. Mhm. Aber er hat nicht gesagt, wir machen es. Wir haben uns da noch in einem Diskussionsprozess befunden. Sie haben es da auch noch nicht geahnt oder gerochen, wie Sie gerade sagen? Also ich habe es eigentlich gespürt. Also Sie wussten nichts. Sie wussten einfach nichts. Ich wusste nicht wann, aber ich hatte es gespürt und ich habe es natürlich auch gehofft. Zum einen, weil die Ukraine diese Panzer dringend braucht. Zum anderen, weil ich den Eindruck habe, dass es inzwischen eine große Zahl von europäischen Staaten gibt, die bereit sind, in einem Team diese Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Und ich im Übrigen der Auffassung bin, dass es jetzt auch an der Zeit ist, gegenüber den Partnern in Europa, aber auch gegenüber den USA deutlich zu machen, wir haben schon viel geleistet und diesen Schritt gehen wir jetzt auf. Darf ich noch mal fragen, wer saß da gestern genau zusammen? Sie, der Kanzler, wer war da noch? Das sind die gewählten Mitglieder des SPD-Präsidiums. Wir treffen uns 14-tägig und der Bundeskanzler lässt es sich nicht nehmen, an diesen Sitzungen auch teilzunehmen, zuzuhören, aber eben auch mit uns zu diskutieren. Und keine 24 Stunden später entscheidet er offenbar etwas, von dem er keinem was gesagt hat. Na, er wird natürlich mit den Partnern darüber geredet aber haben. Sie sind das SPD-Präsidium. Das ist doch irgendwie. Das entscheidet ja nicht das SPD-Präsidium. Aber die Tatsache, dass er so lange gezögert hat, hatte ja vor allen Dingen mit der SPD zu tun. Nö, den Eindruck hatte ich nicht. Ich habe eher den Eindruck gehabt. Sie aber exklusiv. Den Eindruck hatte ich nicht, sondern ich hatte eher den Eindruck, dass es offenkundig bei einigen Partnern auch noch einen gewissen Abstimmungsbedarf gibt. Es sind ja auch deutliche Signale gesendet worden, nicht nur von Polen, sondern auch aus anderen Ländern. Und wir haben immer gesagt, wir wollen eine europäische Lösung, wir wollen eine internationale Lösung. Ich habe den Vorschlag schon im September unterbreitet, dass wir eine europäische Allianz starten für den Leopard. Okay. Die Zeit war damals noch nicht reif, jetzt ist sie reif und jetzt kriegen wir das auch hin. Darf ich noch mal fragen, wenn man da so zusammensitzt, ne? ich will das gerne mal verstehen, wie diese Art von Kommunikation läuft. Was war der Stand? Also wie haben Sie darüber geredet? Könnte man, müsste man, sollte man, eher nicht, eher ja? Hast du gehört, was Annemarie Strack-Zimmermann erzählt hat im ZDF und so weiter? Also erst einmal ist meine Partei auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Das heißt, da gibt es Menschen, die sind ungeduldig, so wie ich. Und die treiben eher an und die wollen eher Mut machen. Es gibt andere, die sind etwas behutsamer und zurückhaltender. Und das hat sich auch in den Diskussionen wieder gespiegelt. Aber es ist üblich, dass man aus solchen Sitzungen auch öffentlich nichts erzählt. Das heißt, Sie haben ihn versucht zu überzeugen und er trifft dann aber am Ende eine einsame Entscheidung. Nein, er trifft als Bundeskanzler diese Entscheidungen, ja nicht als Mitglied des Präsidiums. Ist schon klar. Ich habe jedenfalls großen Respekt davor. Ich wüsste nicht, wie ich in einer solchen Situation zu entscheiden habe, weil ich kann beraten, ich kann das öffentlich vorschlagen, ich kann das auch fordern, aber am Ende trägt er die Verantwortung dazu und er muss das auch mit seinem Gewissen vereinbaren. Und das ist nicht ganz einfach, deswegen tue ich mich auch immer schwer, das jetzt zu personalisieren. Die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Am Ende wird die Geschichte zeigen, ob ich Recht gehabt habe oder andere. Aber Sie wissen ja selber, Rechthaber mag man nicht, weder in der Schule noch in der Politik. Deswegen haben Sie es da auch manchmal schwer. Ich frage deswegen so genau nach, weil ich mich erinnert, dass Frau Herrmann an die Vorgänge rund um die Berufung des neuen Verteidigungsministers. Ich meine, da wird Robert Habeck, der jetzt nicht irgendjemand ist, sondern Vizekanzler, in Davos gefragt, wer der neue Verteidigungsminister oder Ministerin wird. Und er sagt, ich gehe davon aus, es wird eine Frau. Er war also offenkundig nicht informiert, der Vizekanzler. Und dann irgendwann, auf einer kurzen Autofahrt, so habe ich es jetzt gehört, rund um den Frankfurter Flughafen, glaube ich, ruft der Kanzler aus dem Auto den Vizekanzler an und sagt ihm das. Und 30 Minuten später weiß es auch die gesamte Presse. Was ist das für eine Art, miteinander umzugehen?
Also ich muss jetzt sagen, das ist aus meiner Sicht jetzt nicht ein Skandal, weil es ja so ist. Ich frage nur, aber zeugt das von Vertrauen innerhalb einer Regierungskoalition? Das ist mein Punkt. Kein Skandal, aber das wirkt alles immer sehr einsam, sehr, man spricht sich nicht ab, man redet eigentlich gar nicht. Ja, also was man ja festhalten muss, ist, in diesem Fall durfte die SPD entscheiden. Und zwar der Kanzler, wer jetzt da der Verteidigungsminister wird. Das war jetzt nicht etwas, was die Grünen entscheiden durften. Nein, die haben ja ihre gesamten Minister ja schon. Und das in diesen Zeiten ja, ist ja nee, nicht was banal. Wo Sie sicher recht haben, ist, das können auch alle bestätigen, die Olaf Scholz schon aus Hamburg kennen. Er ist nicht jemand, der jetzt große Kreise in seine Entscheidungen einbezieht, sondern es ist so, dass er alles im Wesentlichen mit seinem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt bespricht. Und dieser kleine Kreis entscheidet dann. Jetzt muss ich aber sagen, dass wenn es um sowas geht wie Leoparden oder so Bündnisentscheidungen, finde ich das nicht schlimm, weil am Ende ist es ja der Kanzler, der die Verhandlungen führt. Er ist auch derjenige, der am Ende die Entscheidung fällt. Und dass jetzt nicht alle immer eingeweiht sind, wenn man diplomatisch sehr schwierige Prozesse steuern muss, kann ich verstehen. Also, nee, aber mein Punkt ist, wenn man sozusagen nicht mal, ich frage mal Herrn Mölling, wenn man nicht mal gewillt ist, ganz offenkundig die eigenen Leute mitzunehmen. Herr Roth ist ja jetzt nicht irgendwer. Das ist jemand, der sich zu diesem Thema viel geäußert hat, viele Gedanken macht. Ein profilierter SPD-Außenpolitiker, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch schon in die Ukraine gefahren ist, der die Situation dort kennt, der im September bereits gesagt hat, ich glaube, wir sollten diesen Leoparden jetzt liefern. Selbst der sitzt jetzt hier und ist völlig kalt erwischt von dieser Nachricht. So wie es Robert Habeck neulich in Davos auch war, der davon ausging, dass eine Frau Verteidigungsministerin wird. Wie soll man dann, wenn man die eigene Regierungskoalition, die eigene Partei ganz offenkundig nicht mitnehmen kann, ein ganzes Land mitnehmen? Also den ersten Teil kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist sozusagen die Gepflogenheiten, die die Regierung unter sich einübt. Das ist sozusagen ja deren Teil, was sie am Kabinettstisch machen. Ich finde den letzten Teil finde ich bemerkenswert, weil es ja doch zum Grundprinzip von Demokratie gehört, dass man das, was man tut, begründet. Wir sind jetzt alle auf der einen Seite erstmal sehr glücklich, wenn die Nachrichten denn stimmen, dass die Ukraine die Waffensysteme bekommt. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, was man hierbei unterstreichen muss. Und danach kommt, wie wir in Deutschland zu der Entscheidung gekommen sind. Und ich hätte mir gewünscht, weil es ja doch eine Frage von großer öffentlicher Bedeutung ist, dass genau diese Fragen tatsächlich dann auch öffentlich erklärt worden wären, ohne dass deswegen eine Entscheidung vorweggenommen wäre. Aber ich glaube, gerade wenn man die Kaffeesatzleserei rund um Rammstein gesehen hat, was der Kanzler denkt und was nicht, also die ganzen Psychologisierungen sind, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig gewesen und haben sowohl innenpolitisch in der Wirkung der Kommunikation nicht wunderbar nach uns nach vorne gebracht, aber auch mit Blick auf unsere Partner nicht. Also mit anderen Worten, da ist, wir haben kein gutes Ansehen gerade da draußen. Nein, genau. Jetzt kann man natürlich sagen, wunderbar, der Kanzler hat es geschafft, offensichtlich nach den Meldungen, die wir jetzt haben, die sind ja noch nicht von der ersten Quelle bestätigt worden, die USA auf seine Seite zu zwingen. Das Problem ist immer, es gibt nach einem Spiel das nächste Spiel. Und in dieses Spiel geht man mit den Ergebnissen des letzten Spiels ran, auch mit den Erinnerungen daran, wie es so gelaufen ist. Das ist in der Diplomatie oder in der Politik etwas, gerade da, wo es um Außenpolitik geht, wo man sich aufeinander verlassen muss, weil es sonst keine Regeln gibt. Und die Frage ist, wenn ich dir die Hand gebe, passt das dann? Oder worauf können wir uns denn verständigen? Dann ist es sehr schwierig. Daher kommt auch die These, dass das hier wahrscheinlich doch einen Flurschaden verursacht hat für die Zukunft. Deutschland ist deswegen nicht komplett isoliert, unsere Partner rennen nicht weg. Aber sie werden ab sofort einen Risikoaufschlag zahlen müssen für die Politik, wenn sie die versuchen wollen, mit Partnern durchzubringen. Weil die sagen, na ja, wenn ich mich in existenziellen Fragen auf Deutschland verlasse, muss ich dann noch mal den gleichen Eiertanz mitmachen, wie wir es in der Leopard-Frage gehabt haben. Frau Herrmann. Ja, also ich muss zugeben, ich sehe das ja ganz anders. Also, nee. Deswegen sind Sie hier. Das ist gut. Weil Sie tendenziell die Dinge immer ganz anders sehen. Ja, das ist gut. Dann ist ja gut. Also, nee, weil ich meine, was Scholz erreichen wollte, ist, dass wenn Deutschland Leoparden liefert, die Amerikaner ebenfalls Kampfpanzer liefern. Was Scholz nicht haben wollte, ist einen deutschen Alleingang. Nur Deutsche liefern
Leoparden oder geben die Erlaubnis an andere Länder, die in Deutschland produzierten Leoparden in die Ukraine zu exportieren. Scholz wollte unbedingt, dass auch andere Kampfpanzer anderer Bauart aus dem Westen in die Ukraine gehen, damit es ein gemeinsamer Vorstoß ist. Und jetzt muss man mal sagen, nach dem, was man jetzt hört, hat Scholz wahrscheinlich genau dieses Ziel erreicht, indem die Amerikaner jetzt ihren Abrams-Kampfpanzer ebenfalls liefern. Und das ist, wenn das stimmt, wissen wir ja nicht genau, ein sensationeller diplomatischer Erfolg. Und den kann man nicht erzwingen. Finden Sie das wirklich? Ja, das finde ich wirklich. Und das kann man nicht erzwingen, indem man vorher mit allen redet, also nichts gegen Herrn Roth. Aber man hat ja gesehen, was passiert ist. Einmal hat nämlich Scholz versucht, demokratischen Abgeordneten aus den USA zu erklären, was er will. Er hat ihnen gesagt, ich liefere Leoparden, wenn die USA Abrams Kampfpanzer liefert. Und dann gab es sofort, weil er es öffentlich gemacht hat gegenüber diesen Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus, gab es sofort eine schwere diplomatische Verstimmung mit dem Verteidigungsminister der USA und mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Weil das möchte natürlich die USA überhaupt nicht erleben, dass es so aussieht, als würde ein Kanzler aus Deutschland die USA erpressen. Und deswegen, weil dann immer alle Gefühle ja von diesen ganzen Staatslenkern involviert sind, muss man diese Gespräche hinter den Kulissen führen und man muss sie in kleinem Kreis führen. Und wenn das so ist, ein letzter Satz, dass es Scholz geschafft hat, jetzt Abrahams Kampfpanzer in die Ukraine zu lenken, dann ist das sensationell. Dann hat er nämlich den Coup ein zweites Mal wiederholt. Es war ja so, alle haben immer gesagt, ja, Deutschland muss Schützenpanzer Marder liefern. Scholz immer, nein, keine Marder, solange nicht die anderen liefern. Was war das Ergebnis? Die USA schicken jetzt 59 oder 50, man weiß es nicht genau, Bradleys. Und die Franzosen schicken jetzt auch Spürpanzer. Und das Ergebnis von dieser ganzen Scholz-Diplomatie ist, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, dass am Ende in der Ukraine sehr viel mehr Waffen sind, als da je gewesen wären, wenn Deutschland sofort immer liefern würde. Ja, das ist doch sensationell. Und, wenn man da Rolf Mützenich fragen würde, würde er, glaube ich, was anderes sagen. Ja, Herr Mützenich sieht das vielleicht anders. Aber ich bin ja nicht Herr Mützenich. So? Ist das die große Strategie dahinter? Also Ihren Wunsch nach Transparenz in allen Ehren, aber ich war mit der vergangenen Woche und mit diesem Wochenende alles andere als glücklich. Erstens hat uns der Streit in der Koalition überhaupt nicht gut getan. So. Die Leute haben Angst, die machen sich Sorgen und dann streiten wir uns wie die Kesselflicker. Und ich halte es auch nicht für hilfreich, wenn Alliierte, die bislang ganz, ganz viel getan haben, dass die Ukraine sich befreien kann von diesem russischen Aggressor. Wenn wir öffentlich darüber streiten, wer liefert was. Ich glaube, da muss man auch ein Grundvertrauen haben in diejenigen, die das zu verantworten haben, die das zu verhandeln haben. Und dass es jetzt offenkundig ein gutes Ergebnis gibt, das ist das Verdienst von ganz vielen. Ich hätte jedenfalls vor einer Woche nicht damit gerechnet, dass die US-Amerikaner offenkundig auch bereit sind, diese Abrams zu liefern, wo ja immer gesagt wurde, die sind technisch problematisch, die kann man schwieriger einsetzen als zum Beispiel Leopards, von denen wir ja in Europa 2000 haben, in 13 europäischen Staaten. Das heißt, Ihre Begeisterung für den eigenen Kanzler hält sich in deutlich engeren Grenzen als die von Frau Herrmann. Er hat doch das Gleiche gesagt wie ich. Nee. Wo haben Sie jetzt einen Unterschied daraus gehört? Naja, also Sie sagen, Sie haben sich öffentlich gestritten wie die Kesselflicker. Und das ist in der richtig. Koalition. Und das hat mich genervt. Richtig. Ich finde das nicht gut, weil ich finde, in einer Koalition geht man anders miteinander um. Bei aller Wertschätzung für meine Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aber ich finde, so etwas macht man öffentlich nicht. Das kann man hinter verschlossenen Türen machen. Und da finde ich ja auch deutliche Worte. Und genauso ist es, glaube ich, nicht hilfreich, wenn man sich als Alliierte und als Verbündete der Ukraine öffentlich unter Druck setzt. Da muss ich sagen, Respekt vor den US-Amerikanern, Respekt gegenüber Herrn Biden. Da hat es nie kritische Worte auch uns gegenüber gegeben. Und am Ende stimmen ja die Ergebnisse, auch wenn ich mir manches früher gewünscht hätte. Wir sind neben dem Vereinigten Königreich und weit natürlich nach den USA auf Platz 2 bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Und jetzt kommt noch mehr. Es fällt mir schwer, dazu sagen, ich freue mich, aber ich habe den Eindruck, das hilft der Ukraine in ihrem Freiheitskampf. Sie wollten das schon im September. Sie wollten das schon im September. Den Vorschlag habe ich gemacht, aber da musste ich auch einsehen, die Zeit war offensichtlich noch nicht reif. Hat sich ja niemand so richtig dazu verhalten. Herr Mölling wollte gerade, aber weil Sie gerade Marie-Agnes Strack-Zimmermann erwähnt haben, vielleicht zeigen wir das einmal kurz. Das habe ich hier übrigens aber auch
unter vier Augen gesagt. Nicht, dass Sie jetzt den Eindruck haben, ich sage das jetzt nur öffentlich. Nein. Aber sie hat es öffentlich gesagt und, damit, und auch hier in ähnlichen Worten auch. Vielleicht hören wir einmal kurz rein, damit wir alle wissen, worum es geht und was da wirklich öffentlich gesagt wurde. Bitte schön. Es ist historisch. Da muss hat der amerikanische Verteidigungsminister recht. Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt. Auf der anderen Seite ist diese Kommunikation eine Katastrophe. Und das kann man auch keinem mehr erklären. Denn wenn der Kanzler das nicht will, dann muss er das erklären. Er muss es uns erklären, er muss es vor allen Dingen den Menschen draußen erklären und vor allen Dingen Ukrainerinnen und Ukrainern. Heute Abend kann sich Wladimir Putin auf die Schenkel klopfen, der übrigens gerade Massenmörder freilässt, damit sie an der Front kämpfen. Das ist so ein bestialischer Krieg. Da kann man nur die Ukraine unterstützen. Und wenn man es nicht macht, weil man der Ukraine helfen will, dann weil man ein Land, ein Bündnis verteidigen will. Und offensichtlich hat einfach, ich bleib mal im Bilde, diesen Knall ist im Kanzleramt noch nicht angekommen. Und ich finde es wirklich unangenehm. Ich finde es auch wirklich zutiefst betrüblich, um es mal harmlos auszudrücken. Das ist meine Ansage. Was haben Sie ja gesagt unter vier Augen? Das werde ich Ihnen nicht sagen, aber ich gehöre ja auch zum Fanclub, deutliche Aussprache. Aber so etwas macht man unter Partnerinnen und Partnern nicht. Und ich finde auch diese Personalisierung nicht in Ordnung. Wir haben einen sachlichen Streit. Niemand von uns, der hier sitzt, kann für sich in Anspruch nehmen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Wir machen uns schuldig, wenn wir etwas tun. Wir machen aber auch uns schuldig, wenn wir nichts tun. Und ich finde, das gebietet es, mit einem gewissen Maß an Respekt diesen Streit zu suchen. Ich lasse mich jedenfalls von sowas nicht anstecken. Ich stelle aber auch fest, ob das Twitter ist, ob das andere Medien sind. Es wird inzwischen aufeinander draufgehauen. Ich glaube, das verunsichert eher Menschen. Und das trägt nicht dazu bei, dass wir in diesen Kriegszeiten Sicherheit und Vertrauen ausstrahlen. Deswegen abrüsten, cool bleiben und wieder über die Sache reden und auch streiten. Herr Mörling, Sie wollten vorhin. Ja, also mehrere Dinge. Also die Sachlichkeit bin ich auch dafür. Es ist allerdings dann schon interessant, wenn der Chef des Kanzleramtes von Teenagern und V2-Syndrom spricht. Das ist ja keine evidenzbasierte Argumentation, die da kommt aus der Bundesregierung, ne, aus dem Vertrauten des Kanzlers, so wie Sie gerade geschildert haben. Den großen Plan mag ich auch noch nicht zu sehen. Das Ende der Geschichte haben wir erstens noch nicht erreicht. Und zweitens hat der Kanzleramtschef gesagt, noch im Oktober, dass es einen Plan nicht gibt, wie man eigentlich die Ukraine unterstützen will. Jetzt kann es sein, dass das nicht gestimmt hat. Dann ist das eine interessante öffentliche Aussage gewesen. Es hatte sich aber bislang auch nicht vermittelt, dass es diesen Plan tatsächlich gegeben hat. Und wenn wir uns zurückerinnern an das, was die USA gemacht haben, was sozusagen die Geheimdiplomatie gewesen ist, die nicht stattgefunden hat, dann ist seit dem Sommer der Druck öffentlich, halb öffentlich auf die Bundesregierung durch die USA massiv angestiegen. Wir erinnern uns an die Nachrichten, die aus der amerikanischen Botschaft von der Botschafterin selber gekommen sind. Da war schon Druck im Kessel. Ja? Und die Amerikaner waren zutiefst genervt über ein Deutschland, das auf der einen Seite sagt, genau, wir reißen das Ganze hier und auf euch, ihr könnt es auf uns verlassen. Und auf der anderen Seite braucht es das neue Investment der Amerikaner, die so viel schon geschultert haben. Und Europa schafft es nicht, für den Krieg, der auf seinem eigenen Kontinent stattfindet, das ganze Ding alleine zu wuppen. Seit dem Ersten Weltkrieg haben wir es nicht hingekriegt. Erster Weltkrieg nicht, Zweiter Weltkrieg nicht, Jugoslawien-Konflikt nicht. Wir kriegen die Sicherheit in Europa alleine nicht geregelt. Das stimmt. Ja, aber jetzt Ganz kurz, Sie dürfen sofort, Frau Herrmann. Dimitri Glukowski hat vorhin, als Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu hören war, genickt. An welcher Stelle? Als sie sagte, das ist ein historisches Versagen, so sinngemäß. Sehen Sie das auch so? Wie bewerten Sie das als jemand, der so ein bisschen von außen drauf schaut? Speziell auch die Aussage, da gibt es jetzt Putin, der klopft sich auf die Schenkel, so hat sie sich ausgedrückt, über das, was da gerade in Deutschland diskutiert wird. Ja, wie das in Russland betrachtet wird? Ja, genau. Also, ja, ich glaube, welches Bild geben wir da auch als Deutschland nach außen ab? Das ist ja die Frage. Ja, ich glaube, dass jetzt haben wir einen großen Ausschrei von Propagandisten auf dem russischen Fernsehen wegen dieser Panzerlieferungen. Und es ist deswegen, weil die Lage wird für Wladimir Putin und für russische Armee in der Ukraine relativ verschlimmert. Ne? Und es ist klar, dass das macht die russische Regierung nervös. Ne? Ich betrachte die ganze Panzerlieferungssituation natürlich genau wie alle Russen jetzt
irgendwie wie eine Fortsetzung in diesem Mythos des Zweiten Weltkrieges und ist auch so beim russischen Fernsehen dargestellt. Ob eine deutsche Teilnahme in diesem Krieg und insbesondere die Waffenlieferungen, inklusive Panzerlieferungen, wird als eine Prüfung und die Fortsetzung nationalsozialistischer Politik von Deutschland gegen Russland dargestellt. Wir werden das auch gleich noch mal hören. Propaganda im russischen Fernsehen, da fällt es genauso. Ganz genau. Mhm. Aber Propaganda wird sowieso jede Lage für seinen Nutz benutzen. Mhm. Ne? Wenn Herr Scholz noch in Zweifeln war, ob er die Panzer der Ukraine liefern sollte, die russischen Propagandisten stellen es so dar, ob er unter dem Druck der Amerikaner war und trotzdem unabhängig sein bleiben konnte. Jetzt aber werden schon wir sicherlich es so sehen, ob Deutschland überhaupt keine unabhängige Außenpolitik hat und sind nun die Puppen von Washington und Amerikanern. Mhm. Ja. Frau Herrmann, Sie wollten gerade. Ja, genau. Also Herr Glukowski hat ja was sehr Interessantes gesagt, nämlich dass deutsche Panzer ein hohes Symbol sind für den nationalsozialistischen Angriffskrieg gegenüber Russland. Auch das war ja ein Grund, warum Scholz nicht so gerne nur Leoparden da sehen wollte, sondern warum es ihm so wichtig war, auch andere Panzer aus anderen Ländern der Alliierten zu haben, damit eben klar ist, das hier ist ein gemeinsamer NATO-Einsatz, das ist jetzt nicht nur Deutschland, das Leoparden schickt. Und dann wollte ich noch mal was zu Herrn Mölling sagen. Also ich glaube, auch da sind wir anderer Meinung. Ich glaube, dass die Haltung von Scholz ist, natürlich, Deutschland liefert. Das hat ja auch Herr Roth gesagt, dass wir so viel liefern oder mehr liefern als alle europäischen Länder und da wirklich stark einsteigen. Aber was Scholz nicht sein will, und das sagt er ja immer wieder, und das finde ich total richtig, er will nicht, dass Deutschland Führungsnation ist, sondern er möchte, dass wir sozusagen im Gleichklang mit den anderen, mit allen NATO-Partnern in der Ukraine helfen. Und er möchte nicht, dass die Deutschen sozusagen allein vorangehen. Und das finde ich unheimlich schlau. Okay. Weil sonst würde das beispielsweise von den Polen ausgenutzt würde, die ihren ganzen Wahlkampf damit bestreiten, immer antideutsche Gefühle zu artikulieren. Das wäre für Deutschland verheerend, weil dann wären wir auch immer schuld, wenn was schief geht. Naja, das ist ein Teil von Verantwortung, ne? Dass man für den Teil, den man leisten kann, dann Verantwortung auch übernimmt. Wieso können die alle gemeinsam Sie aufmachen, Alleingang, nee, also wenn Sie führen, dann gehen Sie ja nicht alleine. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Wenn Sie führen, dann haben Sie eine politische Idee, guter für die Punkt. Sie Mehrheiten oder aber sogar die Gesamtheit Ihrer Partner suchen, dahinter zu versammeln. Das ist ja das Scholz führen. Das ist Scholz Ansatz, alle zusammen. Nee, das, was wir jetzt sehen, ist zum Jagen getragen werden. Ja? Sie hätten die Möglichkeit gehabt, auch wir haben ja auf der einen Seite die militärische Wirkung der Panzer in der Ukraine. Das ist das, was jetzt möglicherweise kommen wird. Sie haben auf der anderen Seite, teilweise unabhängig davon, die Frage, wie wirkt das außen- und allianzpolitisch fort über diesen Effekt hinaus. Und ich glaube, den Teil, da kann man sagen, naja, das sieht nicht nach Führung aus. Jetzt können Sie sagen, der Kanzler hat das nie gesagt, das hat die Ministerin gesagt. Wenn Sie in die Erklärung vom 27.02. gehen, dann liest sich das ziemlich genau so. Und wir haben auch schon im Koalitionsvertrag drin stehen, dass wir eigentlich viel mehr auf die Bedürfnisse und auf die Probleme der zentral- und osteuropäischen Staaten hören wollen. Aber wenn es konkret wird, dann geht es nicht so, offensichtlich. Also wo da die Führung ist oder wo sozusagen mit Verweis auf die Größe Deutschlands und was uns deswegen alles sozusagen zufällt, da machen wir irgendwie keinen Sinn draus. Es ist im Grunde genommen eine Politik, die wir im Grunde genommen über Merkel lange Zeit lang gehabt haben und die wir jetzt wieder sehen. Aber darf ich mal eine Frage stellen? Würden Sie jetzt sagen, dass das ein Erfolg war, wenn die Abrams kommen? Und war das ein Erfolg, wenn England sagt, wir schicken 14 Challenger 2 Kampfpanzer? Und es ist ein Erfolg, wenn die Franzosen ihre Spürpanzer schicken? Also es kommen ja mehr Panzer an in der Ukraine, als wenn angekommen wären, wenn Deutschland immer nur geführt hätte. Das ist doch materieller Erfolg, den Scholz mit seiner Diplomatie tatsächlich erringt. Also am Ende haben die Ukrainer 100 Panzer mehr, als sie sonst gehabt hätten. Also und ich finde, man kann jetzt nicht diese 100 Panzer einfach wegaddieren. Nee, das tut ja auch keiner. Ach so, aber die sind aber nur da, weil Scholz diese Diplomatie führt oder verfolgt, die er
gemacht, nämlich zu sagen, wir bewegen uns nur, wenn alle liefern. Also das stimmt ja nun gar nicht. Aha. Also wollen Sie mir sagen, dass Wir kriegen Sie langsam wieder auf Temperatur, Herr Macron, finde ich gut. Seine Spähpanzer zu schicken, dass das abgesprochen war mit Scholz, das stimmt doch nicht. Das ist doch eine Bewegung gewesen, wo der französische Präsident gesagt hat, ich mache das jetzt einfach mal. Von außen hatte man das Gefühl? Nein, nein. Also es hat eine Absprache gegeben zwischen Frankreich, zwischen Washington und Berlin. Und der französische Präsident hat einige Stunden, einen Tag, glaube ich, vorher diese Entscheidung öffentlich gemacht, nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten. Und zeitgleich haben dann der amerikanische Präsident und der deutsche Bundeskanzler erklärt, dass die Marder, die Schützenpanzer, geliefert werden. Das war eine abgestimmte Geschichte. Das war sicherlich nicht schön. So. Aber interessant, weil Sie gerade sagten, es kommt ja jedes Wort hier an. Ne? Die entscheidenden drei Buchstaben vor. Also vor, bevor diese Entscheidung sozusagen getroffen worden ist, diese gemeinsame Entscheidung quasi, hat er es schon öffentlich gemacht. Herr Macron hat es getan, genau. Das fand ich suboptimal, um es mal diplomatisch zu sagen. Ist das nicht das, was Herr Mölling sagt, zum Jagen, Tragen, Druck aufbauen, von allen Seiten Dampf machen, dafür sorgen, dass sich da jemand in Deutschland bewegt? Naja, ich will mal daran erinnern, dass es auch in den USA Sorgen gegeben hat, die immer wieder artikuliert werden, beispielsweise bei der Artillerie oder bei der Abwehr, dass man gesagt hat, wir wollen nur eine bestimmte Reichweite haben, damit russisches Staatsterritorium nicht betroffen werden kann. Also es hat auch dort immer wieder klare Ansagen gegeben, weil auch für die USA wichtig war, die NATO darf nicht Kriegspartei werden. Herr Roth. Das sind wir auch nicht geworden. Also sind wir nicht die Einzigen, die manchmal etwas auf der Bremse standen, um zu gewährleisten, dass wir das im Konzert mit anderen machen. Das würde ich so wirklich ganz anders sehen. Also erstens ist da ein großer Ozean dazwischen. Ja. Erstmal zwischen uns und Amerika. Das ist ein Krieg, der findet vor unserer eigenen Haustür statt. Und ich frage mich schon von außen betrachtet, für wen oder wofür spricht diese Regierung eigentlich? Würde ich immer sagen, kommt drauf an, wenn man fragt. Wenn man die Außenministerin fragt, dann sagt sie, also wir würden uns einer Zustimmung für die Lieferung von Leoparden seitens der Polen oder so, würden wir uns nicht in den Weg stellen. Robert Habeck sagt das Gleiche. Rolf Mützenich sagt, auf gar keinen Fall, das wollen wir eigentlich nicht. Lars Klingbeil, Ihr Parteichef, sagt, für viele Staaten auf der Welt sind wir ein wichtiger Partner. Und genau deshalb erwarten Sie, dass Deutschland auf internationaler Ebene mehr Initiative zeigt und eine Führungsrolle einnimmt. Heute Strategiepapier. Also wie passt das alles zusammen? Wie passt dazu ein Kanzler, der im Wahlkampf immer wieder mit dem berühmten Satz konfrontiert worden ist und ihm bestätigt hat, auch hier in dieser Sendung, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. An welcher Stelle ist das wirklich Führung, wenn man immer, so wie Herr Mölling sagt, wirklich zum Jagen getragen wird? Aber Herr Lanz, Sie wollen doch Führungsverantwortung Deutschlands nicht allein auf die Frage reduzieren, wann wir ankündigen, bestimmte Waffensysteme zu liefern. Nein, ich will aber mal daran erinnern, dass der Bundeskanzler drei Tage nach Ausbruch dieses grauenhaften Krieges eine Rede im Bundestag gehalten hat mit der Zeitenwende, wo er ein 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr zugesagt hat. Da ist einigen meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag erst einmal der Mund offen geblieben. Die haben damit nicht gerechnet. Ich will mal daran erinnern, dass es sicherlich auch Olaf Scholz geschafft hat, im Rahmen der G20 den Chinesen abzuringen, auch durch sein Büro, auch durch seinen dortigen Besuch, dass China eine klare Ansage gemacht hat, eine Atomeskalation und auch die Drohung mit Atomwaffen durch Russland ist völlig inakzeptabel. Und Sie wissen selber, welchen Einfluss auch China nach wie vor auf Russland hat. Das sind, finde ich, diplomatische Erfolge. Das ist ein großer diplomatischer Erfolg, da und bin ich die bei muss man dann auch mit berücksichtigen. Und wie gesagt, bei der Waffenfrage, glaube ich, ist Teamspiel auch wichtig. Die einen sind etwas forscher, etwas temperamentvoller. Herr Roth. Er ist etwas zurückhaltender. Aber am Ende stimmen die Ergebnisse. Herr Roth, genau. Ganz kurz. Also noch mal, Kommunikation. Mhm. Wenn man die ganze Zeit sagt, keine Alleingänge. Das Argument mit den Alleingängen zerbröselt Ihnen seit Wochen. Die Amerikaner, Herr Mölling hat gerade darauf hingewiesen, haben schon im Sommer gesagt, pass auf, wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Klammer auf, wir hätten eigentlich gerne, dass ihr das macht. Ich höre jetzt von großem Ärger, großem Krach, den es im Hintergrund gegeben hat, weil die Amerikaner die Geduld verloren haben mit dieser zögerlichen Haltung. Das heißt,
dieses Argument der Alleingänge ist plötzlich weg. Die Polen sagen, wir würden liefern. Die Spanier deuten an, wir würden es möglicherweise auch. Die Franzosen gehen nach vorne, die Engländer gehen nach vorne. Und wir sagen, ja, aber Alleingänge wollen wir nicht. Und setzen dann die Amerikaner unter Druck und sagen denen, ja, das machen wir aber nur, wenn ihr euch euren Kampfpanzer, wenn ihr den Abrams liefert. Na, ich bin mir zumindest ziemlich sicher. Gab es dieses ja. Junkte, wie man dieser Tage so häufig liest, gab es diese Conditio sine qua non, diese Bedingung, die sagt, wenn ihr nicht, dann machen wir auch nicht. Gab es das? Also ich will jetzt hier nicht spekulieren, aber... Wissen Sie das nicht? Also es gab kein Junktim, das ist ja auch deutlich gemacht worden. Aber es gab sicherlich Warum einen waren großen, die Amerikaner dann so sauer? Es gibt einen großen Wunsch des Kanzlers und auch anderer, dass in allen Bereichen die USA eine zentrale Rolle spielen. Und wir müssen noch mal ganz ehrlich sein, da bin ich sogar bei Herrn Mölling, ohne die USA hätte die Ukraine schon längst verloren. Ohne die USA stünden wir blank. Das wir können, ist für wir können uns es auch anders als formulieren. Europäerinnen und Europäer ja. insgesamt beschämend. Wir können es auch anders formulieren. Und ich hoffe, dass wir daraus die Lehren ziehen. Wenn sich auf uns hätte verlassen müssen, wären sie schon längst auf eine russische alleine Provinz. Stimmt das? Ja. Das auf uns alleine stimmt das. Das meine ich. Wir haben, wir als Europäerinnen und Europäer hätten wir nicht genügend erreichen können. Wir brauchen die USA. Und daraus folgt ja auch, dass wir uns sicherheitspolitisch anders aufstellen. Mhm. Aber ich bin erstmal den USA sehr dankbar. Hätte ja auch ein anderer Präsident sein können, der sagt, kümmert euch mal bitte alleine darum. Kann also ich bin erst einmal Biden sehr dankbar dafür, genau. dass er diese Solidarität mit Europa aufbringt und dass er uns dabei hilft, dass wir wieder zu friedlichen und stabilen und sicheren Verhältnissen in Europa kommen. Danke, Präsident Biden.